Servus, heute erkläre ich euch die Skating-Technik beim Langlauf. Viel Spaß beim Video! Ja, und damit herzlich willkommen bei den Explorer Hotels, dem Kanal für Aktivurlaub in den Alpen. Ich bin der Martin von der Langlaufschule Alpinzeit im Ötztal. Und es geht heute um die Skating-Technik und ich zeige euch da einmal den Einstieg, damit wir uns im flachen bis leicht steigenden Gelände mit der richtigen Technik vorwärts bewegen können. Nach einem guten Frühstück im Explorer Hotel Ötztal sind wir nun gestartet. Natürlich ideale Lage vom Hotel. Wir sind in unmittelbarer Nähe zu den Loipen in Niederthai, Längenfeld und Gries, also perfekter Ausgangspunkt, um schnellstmöglich an den schönsten Loipen im Ötztal zu sein. Und ja, wir starten heute mit der Technik Skating. Dafür gebe ich euch heute ein paar Tipps und Tricks mit, um einmal in die Skating-Technik gut reinstarten zu können. Ja, machen wir kurzes Materialcheck. Ganz wichtig auch natürlich beim Skaten ist entsprechende Material zu verwenden. Wir beginnen unten vielleicht auch bei den Schuhen. Das heißt, wir haben stabile Schuhe an, die wirklich unten im Sohlenbereich kompakt und stabil sind. Warum? Weil man natürlich einen seitlichen Abdruck erzeugen, da braucht man gute Stabilität, aber eben auch in der Höhe über den Knöchel einen guten Schaft haben, damit wir einfach auch dementsprechend die Knöchel und das Sprunggelenk schützen können und somit dann auch einen guten Abdruck seitlich, ähnlich dem Schlittschuhlaufen, erzeugen können. Die Skier sind auch unterschiedlich zu dem, jetzt dem Moment beim Klassischlaufen, haben wir hier keine Steigzone in der Mitte, sondern die Skier sind durchgehend plan präpariert, ähnlich wie ein Alpinski, nur dass wir auch hier keine Stahlkanten haben wie beim Alpinski. Das würde den Ski dann zu schwer machen. Wir haben die Bindung drauf und bei den Stöcken ist es auch ganz wichtig beim Skaten, dass die Stöcke in etwa vom Kinn bis in etwa zur Nase gehen. Dann habe ich, wenn das alles zusammenstimmt, dann habe ich dementsprechend das richtige Equipment zum Skaten. Kurz eine Frage. Habt ihr hier im Ötztal schon einmal Urlaub gemacht? Vielleicht sogar im Explorer Hotel? Schreibt eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Ja, nun genug geredet. Wir starten mit der Skating-Technik im flachen Gelände. Wir ziehen die Ski an, schauen dabei, dass die Schuhe wieder schneefrei sind, damit wir schön in die Bindung kommen. Aufpassen beim Skiern ziehen jetzt beim Skating-Equipment. Die Skier sind natürlich sehr, sehr rutschig, nach vorne und nach hinten. Das ist nicht zu vergleichen jetzt mit dem Klassisch-Ski. Wir haben hier keine Steigzone mehr drauf, was wir schon erwähnt haben. Und wichtig ist deswegen, dass wir gute Stabilität haben. Auch den zweiten Schuh. Wir können auch gerne die Stöcke zu Hilfe nehmen, um einfach sicherer zu stehen. Skier anziehen. Wir dürfen dann auch gleich in die Stockschlaufe reingehen, um einfach dann auch am Anfang sicherer zu stehen. Und wichtig ist jetzt beim Skaten, dass wir auch gleich in einer V-Position losstarten. Wir haben dem Moment nicht die gleichen Bewegungsabläufe wie beim Klassischlaufen, sondern es ist eher unnatürlich, daher auch koordinativ ein bisschen schwerer. Und wir müssen dann dementsprechend auch die Technik an das jeweilige Gelände anpassen. Wir beginnen jetzt mit einer Technik, dem sogenannten asymmetrischen Schritt. Das ist in Ausgangsposition eine V-Stellung. Die Stöcke sind leicht versetzt nach vorne und dann bewegen wir uns, indem wir auf dem linken Fuß jetzt draufsteigen und zeitgleich beide Stöcke aus dem Schnee nehmen und zeitgleich aufsetzen. Somit haben wir eine Bewegung immer auf der linken Seite. Und wenn wir dann den Fuß reinstampfen, reinhämmern in den Schnee, dann merkt man auch schon, ohne dass wir da müssen extrem mit den Stöcken nach vorne schieben, dass wir auch schon eine leichte Vorwärtsbewegung durch das erzeugen können. Wichtig ist dabei, dass wir immer in der V-Position bleiben. Wir dürfen beim Skaten, wenn wir aktiv nach vorne uns bewegen wollen, die Skier nie parallel stellen. Es geht immer nur in der V-Position. Das ist einfach ganz, ganz wichtig zu wissen. Und somit haben wir eigentlich schon mal die Grundtechnik, den sogenannten asymmetrischen Schritt, um uns mit wenig Leitphase, aber im flachen bis leicht steigenden Gelände uns vorwärts zu bewegen. Und so macht es auch schon richtig Spaß.
Mit dieser Technik, mit der asymmetrischen Technik, was wir jetzt gemacht haben, auf die linke Seite, ist es dann natürlich auch machbar, das ganze Spiel auch auf die rechte Seite zu machen. Das heißt, ich positioniere mich dann auf die rechte Seite, beide Stöcke sind dann leicht versetzt und wir bewegen uns auf die rechte Seite. Das heißt, rechter Fuß und beide Stöcke setzen zeitgleich im Schnee auf. Warum ist das wichtig? Wir brauchen beide Bewegungsabläufe, einmal rechts und links, um entsprechend in einer Kurvenposition oder entsprechend einer Hangneigung mit der richtigen Technik uns vorwärts bewegen zu können. Deswegen brauchen wir rechts und links. Ja, wichtig, einige Tipps auch noch von mir. Die Skating-Technik, wie gesagt, hat nichts mit einem natürlichen Bewegungsablauf zu tun. Lasst euch Zeit, beginnt mit dieser Grundtechnik wirklich im flachen Gelände. Es geht auch einfach darum, um Sicherheit zu gewinnen. Man ist beim Skaten permanent auf einem Fuß, man gleitet nur auf einem Fuß. Das erfordert natürlich sehr viel Balance und Geschicklichkeit. Daher fällt es uns auch meistens oder öfters schwer, sicher zu werden. Deswegen nochmal meine Empfehlung, bleibt im flachen Gelände. Versucht diese Technik sowohl als rechts, Führarmseite rechts, als auch Führarmseite links dementsprechend mal so richtig zu verinnerlichen. Und dann natürlich geht es beim Skaten auch mehrere Techniken. Wir sprechen dann von dem sogenannten Eintakter oder vom symmetrischen Schritt. Diese Techniken machen dann aber erst wirklich Sinn, wenn ich diese Technik dem asymmetrischen im flachen Gelände bis leicht ansteigenden Gelände mal richtig verinnerlicht habe. Und dann kann ich natürlich den nächsten Schritt gehen und die nächsten Techniken entsprechend erlernen. Die Techniken bringen mir einfach den Grund, damit ich im flachen als bis leicht steigendes Gelände oder beim Abfahren geländeangepasst auch wieder dynamisch und ökonomisch laufen kann. Nochmal kurzes Fazit zum Skating-Langlauf. Natürlich ist die Skating-Technik die etwas schnellere gelaufene Technik. Man hat ein bisschen mehr Dynamik, mehr Speed. Daher reizt es auch den einen oder anderen mehr. Ich möchte aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, probiert bitte beide Techniken, wenn ihr ein Beginner seid. Auch das klassische Langlaufen geht mittlerweile mit dem entsprechenden Equipment viel dynamischer, viel schneller voran. Man hat auch da Riesenspaß. Und auch wirklich die Skating-Technik so dann erlernen, dass man bei der Basis beginnt, von der Grundtechnik, wie wir es jetzt heute gemacht haben. Und sollte die auch Lust und Liebe haben, wir starten im Mitte Jänner mit einem Langlaufcamp im Explorer Hotel. Dieses ist geeignet für Anfänger. Da machen wir eigentlich genau die Basics durch, um mal richtig in den Spaß auf der Loipe reinzukommen. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein bisschen das Skating-Langlauf schmackhaft machen können. Würde mich freuen, den einen oder anderen dann einmal auf der Loipe zu sehen. Und pfiat euch dabei!